Und willkommen zurück auf Bugano. Willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order oder Jedi Fallen Order. Sprecht's aus, wie ihr Lust habt, Leute. So, wir haben jetzt die erste Abkürzung oder besser gesagt Shortcut freigeschaltet. Jetzt können wir auch gleich hier hoch. Und ja, jetzt, wie versprochen, würde ich sagen, gehen wir jetzt da hoch. Schauen mal, was da oben ist. Und wenn euch die Folge gefällt, Leute, lasst mir noch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Ich mache mal das Bildmachgerät an. Gut, Kamera funktioniert alles wieder. Und ja. Schau mal, wie es weitergeht. Dorthin müssen wir. Ich fühle es. Wir müssen schon, ob wir irgendwelche komischen Viecher rumkriechen. Was ist ein riesen Vieh da hinten? Viecher! Scannen. Hä? Splogs. Splogs greifen in großen Gruppen an und können ihre Gestalt verändern. Weichtypen aus, ist aber leicht auszuschalten. Splogs sind bewegliche Großinsekten, die normalerweise in Gruppen auftreten und ihre Beute mit koordinierten Angriffen überwältigen. Sie sind Allesfresser und bewegen sich mit dünnen Hautflügeln fort. Sie sind in der Lage, ihre Gestalt zu verändern, um Gegner ins Wanken zu bringen und ihre Artgenossen Zeit für einen Angriff zu verschaffen. Okay. Ja, cool, wenn wir von denen irgendwas looten könnten. Machen ganz schön Schaden, die Penner. Karte. Unerkundet. Okay, wir müssen da hinten hin. Und dann bloß mal gucken, wie wir da hinkommen. Er sagt hier lang. Die große Kluft, Bugano. Du hast alles kartografiert. Block verfügbar. Da hier ist aber geblockt. Ich schaff's nicht darüber. Es muss noch einen Weg geben. Okay. Da unten hinter uns, runter. Hier praktisch. Bockratte. Graben sich im Boden ein, um den Gegner zu täuschen, ehe sie angreifen. Einfach zu parieren. Okay, parieren kann man sie. Lass dich nicht umzingeln. Die gleichermaßen verbreitet wie lästige Bockratte ist ein Raubtier, das sich von kleinen Kreaturen wie Bocklingen ernährt. Ihr schlechtes Augenlicht macht sie zu einer leichten Beute für ihren natürlichen Feind, den Ogado oder Okto. Bockratten jagen in Rudeln und versuchen ihre Gegner durch zahlenmäßige Überlegenheit zu bezwingen. Dabei ziehen sie sich scheinbar zurück, um sich in den Boden einzugraben und ihre arglose Beute mit einem schnellen Angriff zu überraschen. Aufgrund ihrer robusten Haut ist die Bockratte vergleichsweise resistent gegen Lichtschwertangriffe. Okay. Okay, hier ist eine Kiste. Wo willst du hin? Was haben wir gefunden? Neues Poncho-Material erhalten. Dämmerung auf Bugano.
Du kannst die Poncho-Pause-Menü wechseln. Anpassung oder wie? Poncho, okay. Oh, nehmen wir den mal. Ah, sehr schön. Wir meditieren. Damit wollte jemand unbedingt zum Gewölbe. Reise zum Gewölbe. Werkzeug eines Reisenden, der das geheimnisvolle Gewölbe erreichen wollte. Okay. Aber hier kann man nicht machen. Können wir eigentlich hoch auch? Nee, das geht nicht. Aber ja, klar. Okay, da sind wir vorher lang. Da geht's runter. Ich glaube, wir müssen dort runter. Einen anderen Weg sehe ich jetzt gerade auch nicht. Der ist wieder respawned. Och. Gibt's ja keinen anderen Weg, gell? Lauf weg! Nein! Der ist doch eigentlich gar nicht schwer. Das gibt mir auf der Eier, Bitch. Ich hätte ihn verlangsamen können. Ja, dann machen wir jetzt fertig. So schwer ist der nicht. Habe ich jetzt hinten das mitgenommen oder muss ich es nochmal machen? Ah, okay, das ist mitgenommen. Ich muss den jetzt erledigen, weil sonst habe ich nämlich meine Fähigkeitspunkte weg. Ist den hier fertig? Yes.
Raptor. Okay. Okay, Leute, liest einfach, drückt einfach Pause, wenn ihr das durchlesen wollt. Hören wir mal eine Heilung rein. Wir wissen, ob sich die Stims hier wieder aufladen, wenn man sich jetzt regeneriert, oder? Wahrscheinlich, glaube ich, waren noch ein paar Gegner. Gewesen. Noch etwas? Ich krieg's nicht zum Laufen. Okay, müssen wir irgendwas anderes machen. Ah, hier ist ein Meditationspunkt. Ruhen wir mal aus. Ah, okay, jetzt sind unsere Stims auch wieder. Okay, wir haben einen Fähigkeitspunkt. Schauen wir doch mal. Ich wollte gleich mal ein bisschen mehr Gesundheitsskillen. Maximales Leben erhöht. Ah, sehr schön. Könntest bestimmt skillen mit den Skims. Was denn? Treffe ich den nicht? Was kennt denn der da? Parafisch. Nur mal durchlesen. Parafisch. Parafisch leben in großen Wasserkörpern und fressen primär Algenfaser und andere Pflanzen. Werden die Algen knapp, sterben viele Fische. Der Zerfallprozess erhöht die Säuregehalt des Wassers, der mit zunehmender Tiefe abnimmt und im Grund Dolinen bildet. Bäh. Keine Ahnung, was das ist. Geht immer raus. Da muss ich irgendwie rüber. Okay, ich höre irgendwas. Gehen wir, BD1. Siehst du was da drin? Hier ist was Blaues. Ab.
okay. Versuch's erneut. Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündetem. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Wo mach ich denn? Gut, nochmal. Jetzt komm her zu mir. Auf ein neues. Vertrau dir selbst. Ja, Meister. Los. Gut, Padawan. Okay. Ich springe mal zu früh ab. Kann ich hier hinten hoch? Nee. Komplett. Von vorne anfangen, okay. Ich springe zu früh ab. Schneller, mehr Intensität. Wandlauf. Geschafft. Mit Beharrlichkeit und der Macht als Verbündeten. Ich erinnere mich an alte Tricks. Okay, hier kommt man nicht hoch. Okay, aber was ist denn das für ein komisches Grummeln? Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Wir müssen dort hoch, okay. Wie komme ich da hoch? Hier scheint irgendwie eine Art Fahrstuhl zu sein. Okay, wir schauen einfach mal. Echo. In diesem Bereich wurde meditiert. Von jemand, der den Orden der Jedi kannte. Meditation. Ein gut versteckter Meditationsbereich. Wer auch immer hier war, kannte den Orden der Jedi. Okay. Gehen wir, BD1. Ja, wie komme ich jetzt hier hoch? Ah, okay. Verstehe. Diese Tasche stammt von Coruscant. Der Rat der Jedi hatte ihn frustriert. Frustration. Die abgelegte Tasche eines Besuchers von Coruscant. Letzterer war wegen des Rates der Jedi seltsam frustriert. Okay. So, wir meditieren aber auf jeden Fall nochmal.
Obwohl eigentlich, ja. Ach komm, wir ruhen es ihm aus. Eigentlich brauchen wir es nicht, aber. Hier unten der Fette. Die lassen wir jetzt aber mal. Jetzt können wir hier nämlich den Wandlauf machen. BD1. Neues Lichtschwertschalter erhalten. Mut und Weisheit 2. Okay, hier unten scheint ein Fahrstuhl zu sein. Okay, Abkürzung freigeschaltet. Sehr schön. Boah, das ist ein Riesenvieh, ey. Okay, wir könnten jetzt rein theoretisch darüber. Da werden wir wieder am Anfang. Da gehen wir nicht rüber. Schauen wir hier rein. Tja, Pech gehabt. Jemand hat hier gelagert. Sie hatten ganz in der Nähe eine riesige Kreatur entdeckt. Sie nannten sie Beinorg. Ja, da oben die. Forschungsspuren eines Lagers, das jemand aufgeschlagen hatte, um eine große Kreatur namens Beinorg zu studieren. Ja, ich habe schon gesehen, dass da auch hoch geht, aber hier war auch noch ein Weg hoch. Das war der hier. Okay, ist das gleich oder wie? Okay, so was hier drüben. Das sieht aber gar nicht so böse aus, oder? Okay, hier kommen wir aber nicht weiter. Ich glaube, das ist bloß ein Aussichtspunkt, dass man den nochmal anschauen kann. Okay, das war vorher der Punkt da drüben. Ach so, okay. Sind wir einmal rumgegangen. Jetzt wollen wir hier rein müssen. Ja, dein armer Scomp-Anschluss. Aber du gegen die Bockratte? Mutig. Scomp-Anschluss muss für die Bedienung des Geräts repariert werden, okay. Hey! Also, was war drin? Ah, die hat sich jemand hingesetzt wahrscheinlich. Und hat den beobachtet. Wir müssen dort oben hin.
bisschen meditieren. Altes Gewölbe, Bogano. Wettrennen? Oh, dann los! Wir sind noch nicht fertig. Okay, okay. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Ah, hier können wir meditieren. Machen wir doch gleich. Schauen wir uns erstmal hier um, würde ich sagen. Inschriften. Das Gewölbespiel besteht aus Kandit, einem harten, mineralreichen Stein. Könnte eher Granit heißen. Die Innenwände sind mit Metallplatten und Inschriften verziert. Da die Glyphen in keiner galaktischen Datenbank erwähnt werden, ist die Sprache vermutlich nicht überliefert. Okay. Ich danke dir. Opfergaben. Opfergaben. Diese Relikte enthalten Materialien, die nicht von Bogano stammeln. Ihre fragile Struktur lässt vermuten, dass sie rein dekorative Zwecke erfüllen und möglicherweise Objekte von religiöser Bedeutung waren. Es wäre denkbar, dass sie im Zuge einer Pilgerfahrt hierher gelangt sind. Okay. Diese Struktur steht hier seit Jahrhunderten. Der einzige Weg, das Gewölbe zu öffnen, scheint die Macht zu sein. Das haben wir jetzt eh gemacht. Dann gehen wir mal weiter rein. Wahnsinn. Oh, Bossfight hier, oder was? Geht's dir gut, BD? Gut gemacht, wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme. Einem von vielen verschlüsselten Logs, gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel, erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten.
In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Okay. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Weißt du, ich war allein und das... Tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey, kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Es war immer vor langer Zeit. Reiseziel freigeschaltet. Sepho. Ein neuer Planet anscheinend. Neues Ziel zur Holokarte hinzugefügt. Okay. Und ganz schön viel. Wir müssen bis hier hinten hin. Okay, wir müssen zum Schiff wieder zurück. Können wir noch irgendwas machen? Irgendwas scannen oder so? Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir speichern einmal und dann schauen wir uns natürlich in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und ja, mal schauen, ob wir hier noch ein bisschen was erkunden können auf dem Planeten. Ich würde ja gerne mal zu dem großen Vieh da drüben hin. Das sieht man jetzt von hier leider nicht. Und ansonsten, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen, Leute. Und ansonsten, jo, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Reingehauen, euer Andi.